Liebe Hurricane-Partygemeinde, ich bin's Laser und ich stehe hier mit Irina vor ihrem eigenen Haus, denn sie hat auf dem Festivalgelände einfach mal ein Haus, das Otto-Haus, wenn ich mich nicht verlese. Guck nochmal genau hin. Hier ist das Haus und einmal nach vorne spucken und da ist dann direkt die Forest Stage. Wie kommt man denn an so eine Sonnenlage hier? Wenn man ganz nett fragt. Was soll das? Also was ich oft höre ist Otto. Das ist dort der Katalog, der bei Oma immer auf dem Spiegeltisch, auf dem Fliesentisch gelegen hat. Und das wollen wir ein bisschen ändern, weil tatsächlich waren wir mal Fashion, das sind wir nicht mehr. Wir möchten zeigen, dass wir auch mehr können und wir können tatsächlich alles. Hier können wir vor allem Haus. Ich würde sagen, wir starten mit dem Eingang durch unsere Terrasse, so macht man das ja normalerweise. Da kann man sich ausruhen, da kann man seinen Döner am Tisch essen. Dann geht es weiter in unser Wohnzimmer, da kann man weiterhin abchillen. Da gibt es auch eine Konsolenstation, da kann man Mario Kart zocken, das wird gerne angenommen. Vom Wohnzimmer geht es ins Schlafzimmer, da haben wir ein Boxringbett. Was heißt? Na klar, wie jeder zu Hause. Also, wer hat keinen, ja? Man sich ein bisschen austoben, dann haben wir aber auch eine Ladestation in Form unserer Briefkästen, kannst dein Handy laden, deine Powerbank laden, deinen Dildo laden, was auch immer dir gerade einfällt. Man sieht, es ist Tag 3 vom Hurricane, die Leute sind auf der desperate Suche nach Sitzgelegenheiten und wenn man rausgeht, findet man hier vorne unsere Wasserstation. Das ist Trinkwasser und ein Waschbecken zum Händewaschen mit Seife, ganz wichtig auf jedem Festival, fehlt ja immer, wird immer geklaut. Wir haben natürlich auch eine zweite Etage. Und zwar haben wir hier vorne unsere harte Tür, da kommt nicht jeder rein. Da stehen unsere Promoter und machen mit den Leuten Quatsch, die mit uns Quatsch machen wollen. Wir haben die sogenannten Yeah Hours, sind Mottostunden. Yeah Hours? Ja, die Yeah Hours, genau. So wie unser Hashtag Generation Yeah. Kannst du vorbeikommen und Quatsch machen. Zum Beispiel haben wir, ich glaube, gerade die Ginger Hour. Das heißt, wer rote Haare hat, kommt rein. Wer keine roten Haare hat, kein Problem. Wir machen allen roten Haare. Ist immer noch Sexy Hour? Also ich will auch mal rein irgendwann. Ja, du kommst auch so rein. Da oben kann man auch einigermaßen Quatsch machen, aber tatsächlich sich ausruhen, das ist klimatisiert, was bei diesem Wetter auch sehr, sehr schön ist. Es gibt Snacks und Drinks, es gibt Eis am Kühlschrank, es gibt eine Giphy-Station, da kann man sich seinen eigenen Instagram-Sticker machen. Ich glaube, du hast schon probiert, oder? Ja, ich habe da auf jeden Fall mal mein Gesicht reingehalten, danach war die Anlage kaputt. Und dann haben wir natürlich was ganz Besonderes, das haben wir im Vorfeld verlost über eine Aktion, die wir auf Instagram gemacht haben. Nebenan ist unser privater Bereich. 4 glückliche Mädchen dürfen da wohnen tatsächlich auf dem Infield, einmalig bisher auf deutschen Festivals. Das heißt, wenn die morgens aufwachen, den Vorhang aufziehen, dann gucken die auf die Forest Stage. Und ich finde, also das ist echt mega. Also ich bin schon neidisch. Die haben übrigens auch einen Whirlpool auf dem Balkon. Da sind, glaube ich, auch andere Menschen neidisch drum. Ab und zu schwappt immer ein bisschen Wasser rüber, weil die den auch ordentlich nutzen. Wie kann ich diese 4 Mädels kennenlernen? Also ich bin relativ interessiert gerade. Also ich möchte gerne Freund von diesen Mädels werden. Irina, vielen Dank, dass du mir den Himmel gezeigt hast. Das war hier Otto Cribs. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Komm gerne wieder. So, wollen wir jetzt noch ein Selfie machen? Ja, gerne.